Ja, Ingo, wir sitzen heute hier, 15. Juli 2018, Finale Leatherman Offroad Challenge, Läufe aus 2016 und 2017. Und den ganzen Kram, den können wir eigentlich mit dir verdanken. Wie war das nochmal? Ja, meiner Meinung nach war es im Ende des Jahres 2016. Ja. Da hatte meine Frau mir freundlicherweise einen Erlebnisgutschein zukommen lassen und wir haben dieses Erlebnis hier bei dir ja, an diesem Erlebnis teilgenommen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, an einem Donnerstagabend ging bei mir das Telefon um 9:30 etwa, weil du meine Kontaktdaten aus meiner E-Mail-Signatur entnommen hast. Ja. Dementsprechend, Leatherman ist mein Arbeitgeber und da aufgrund dessen haben wir ein langes Gespräch geführt und waren dann bei dir hier vor Ort und sind ins Gespräch gekommen. Und aus dieser Geschichte ist was Großes geworden. Stimmt, haben wir abends am Lagerfeuer haben wir gesessen dann noch nach dem Offroad-Fahren hier am Nürburgring. Und dann habe ich hier so ein bisschen scherzhaft ins Holz mit dem Leatherman Search die Leatherman Offroad Challenge ins Holz geschnitzt. Und ja, da bist du voll drauf angestiegen und da hat es ja so ein bisschen... Angefixt, jawohl, genau. Weil die Synergie ist natürlich da. Offroad, Outdoor, Geländewagen, Leatherman, was für echte Kerle. Und natürlich auch für echte Mädels, natürlich auch, haben wir heute ja gesehen. Nicht nur die Jungs, sondern auch die Mädchen sind ja gut mit dabei. Und ob. Und haben ja auch gut mitgearbeitet. Und man sieht also nicht nur für die Männer, sondern auch für die Frauen was dabei. Ja, war ein schönes Finale. Wir haben viele Impressionen aufnehmen können. War interessant so, wie die mit denen auf einmal mit dem Signal gearbeitet haben. Das war irgendwie ganz leicht. Ja, und man hat ja auch diese positiven Stimmen gehört im Nachhinein. Es liegt gut in der Hand, es ist praxisgerecht. Man kann nicht nur damit mit dem Messer schneiden, sondern es ist eine Säge mit dabei. Es ist der Feuerstein, das war ja ein ganz großes Erlebnis. Hattet ihr euch ja auch bis zum Schluss aufbewahrt, muss man auch dazu sagen. Und da hat man schon gesehen, es ist praxisnah und praxisgerecht. Man kann also mit ein bisschen Geschick da eine Menge rausholen und sogar ein Feuer entfachen. Ja. Ja, und so wird die Story weitergehen. War ganz interessant. Auf einmal hat der Beschrifter angefangen, ein Video selbst zu drehen, als er den Leatherman Jeep gebrandet hat. Euer Team, Brigitte Pautzke, hat einen super Job gemacht. Vanessa Wolf. Mit dem Layout entworfen. Jeder hat sich voll eingebracht. Das ist eine ganz tolle Story geworden, muss man ja wirklich mal sagen. Ja. Eine Eigendynamik entwickelt, da können wir echt stolz drauf sein. Ja. Wirklich was Großes draus geworden, ja. Ja, jetzt müssen wir nur noch abwarten. Die nächste Challenge laufen bis Ende des Jahres und ich denke mal im Juli 2019 haben wir wieder das Finale aus den Läufen 2017 und 2018 und da werden wir uns auf jeden Fall hier wiedersehen, auch mit dem Multitool Leatherman Signal. Jawohl. Ähnliche Aufgaben. Wir haben heute natürlich auch ein paar Videoaufnahmen gemacht, Fotoaufnahmen, 360 Grad. Das wird jetzt alles noch ein bisschen zusammengeschnitten und dann stellen wir das online. Seht es euch an. Danke, dass du da warst. Sehr gerne, Jörg. Freue ich mich. Auf ein neues. Aber neues. Danke. Danke dir. Tschüss.